Hallo, meine Lieben. Ja, da bin ich wieder. Und zwar haben wir wieder eine Kooperation mit Banderhall Selected. Ich habe mir diesmal einiges ausgesucht für Resin. Also, ich wollte wieder mehr anfangen mit Epoxidharz, UV-Harz, wie auch immer. Also, jetzt am Anfang eher das UV-Harz, weil ich fürs Epoxidharz einfach nicht den Platz im Moment habe. Vor allem nicht mit Kamera. Jedenfalls mein UV-Harz, muss ich mal testen, ob das hoffentlich noch gut ist. Und ich habe mir da jetzt mal solche Matten dazu bestellt. Da ist einmal die Nummer. Und zwar ist das ganz praktisch, wenn man eben ein Teil hat, dann kann man das da einfach drauflegen. Da sind zwei verschiedene drin, also rundes und ein eckiges. Und dann kann man da quasi sein Gießteil drauflegen und domen. Das ist diese klare Schicht quasi, die man immer noch ein bisschen drauf macht, damit es eben ein bisschen erhabener wird. Und da ist auch noch eine Pinzette dabei. Auch richtig praktisch, braucht man immer. Dann, das ist eben etwas, das ein bisschen länger dauern wird, bis ich es mal vielleicht zeigen kann. Weil ich momentan kein Harz da habe. Einmal diese Nummer. Und zwar sind das Formen. Da haben wir zweimal diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eckige Formen. Das sind ein. Das gibt so kleine Schüsselchen quasi. Also Schüsselchen ist relativ. So Tellerchen mit einem ein bisschen nach oben stehenden Rand. Vielleicht als Seifenschalen oder so. Dann zweimal diese Blume. Die wären cool als Tassenuntersetzer. Und zweimal die kleinen runden. Die kann man auch als Tassenuntersetzer benutzen. Seien halt ein Stückchen kleiner als das. Und dann habe ich eben eigentlich nur noch, glaube ich, so Lünetten. Einmal dieses Set. Ich pack's gerade kurz aus. So, und die sind eben immer in so einer praktischen Box drinnen. Also super zum Verstauen. Dann, ich weiß nicht, warum das dann nochmal eingepackt ist. Voll umsonst. Aber ja. Und da sind eben jetzt so verschiedene drinnen. Jetzt muss ich gerade schauen. Einmal ist da so dieser Drache drinnen. So, glaube ich. Dann dieses süße Schweinchen mit Flügel. Ein Häschen. Nachher so ein Drache. Und eine Katze, glaube ich, ist das. Oder ein Reh. Reh oder Katze? Weiß nicht genau. Und da sind immer, ich glaube, vier. Eins, zwei, drei. Ja, ich glaube, immer vier pro Design drinnen. Müssen eigentlich alle gewesen sein. Und die eignen sich dann halt super für UV-Harz. Einmal dieses Set. Ah, mach ich nicht rein. Dann machen wir weiter. Dann gibt es solche Sets. Da ist dieses Klebeband dabei. Mit diesem Klebeband kann man eben die offenen Stellen der Lünette zukleben, damit man damit das Harz eben nicht davon flutscht. Ich muss gerade wieder aufdehnen. Das ist alles immer sehr gut verpackt, eingeschweißt und nochmal verpackt. Da sind jetzt eben solche dabei. Ich muss jetzt schauen. Da sind einmal diese Ovalen dabei. Dann eins. Ich muss jetzt schauen. Vier Ovale.
4 von diesen Herzen. Das ist auch wieder immer 4 pro Design. Und 4 von den Runden. Ups, falsch herum. Und da geht man dann eben einfach her. Wenn es aufgeht. Und klebt sich das da dran, damit eben das Harz nirgendwo davon rutscht. Habe ich ganz praktisch gefunden, dass da so ein Set gibt, wo alles gleich in eine Mesh. Ups. Einmal das. Dann habe ich Schlüsselringe bestellt, die lasse ich jetzt aber da drinnen. Das ist einmal Silber und einmal dasselbe in Gold. Da ist die Nummer. Das sind einfach so Schlüsselringe, diese zum Einklipsen. Dann habe ich diese Lünetten mitbestellt. Da ist die Nummer. Das sind also verschiedene Meerestiere und auspacken. Also da gibt es dann eben sowas mit Muscheln und da ist ein Delfin, der davon springt. Da einmal Seestern. Die Muscheln haben wir schon. Da ist dann ein großer Delfin. Das, ich glaube, das haben wir beim anderen schon gehabt. Mit diesen kleinen Mini-Walen. Und die sind auch, glaube ich, immer 4-mal oder so drinnen. Mach das wieder nicht schnell. Mach ich dann. Dann habe ich dieses. Das sind Dinos. Da ist schon mal die Nummer. Und zwar haben wir da wieder unterschiedliche Dino-Arten drinnen. Ah, das ist jetzt zumal der gleiche. Einmal, zweimal. Den haben wir auch noch nicht. Wie verschiedene haben wir denn da? Sind 3 verschiedene, kann das sein? Ne, 4 verschiedene. Also 1, 2, 3, 4 verschiedene. Ich hoffe, ich habe jetzt keine übersehen. Da ist einer ein bisschen verbogen, sehe ich gerade. Aber den kann man ganz gut zurückbiegen, dass er wieder gerade ist. Und da ist auch, ich glaube, 5 pro Motiv sein da drin gewesen, aber wenn ihr da im Internet schaut, seht ihr das eh ganz genau. Dann habe ich noch diese Füller, nennen sich die. Oh, falsch herum. Einmal. Und zwar sind da in dem Schächtelchen ganz viele kleine Füllmaterialien. Das sind einmal so Seesternchen. Dann Schildkröten. Das sind eben für diese Lünetten ganz cool zum Dekorieren dann. Da sind andere Seesterne nochmal. Da haben wir Delfin. Ich hoffe, man sieht das halbwegs. Das ist so mini. Da sind Quallen drinnen. Dann größere Delfine. Da sind Fische, die sind auch größer. Und da sind nochmal andere Delfine. Und da gibt es dann noch eine andere Variante, das ist aber mit so Meereszeug. Ich habe irgendwie anderes außer Meereszeug leider gar nicht gefunden. Weiß nicht warum. Wäre ganz cool, wenn es da auch anderes Zeug geben wird. Aber vielleicht habe ich einfach zu wenig lang geschaut, weil die Homepage ist ja
Mega. Da gibt es so viel Zeug und irgendwann einmal muss ich immer aufhören zu suchen, weil sonst finde ich da sowas von viel Zeugs und werde arm. Und in dem Satz sind dann zum Beispiel so Segelboote drinnen. Da haben wir einen Rochen. Ne, eine Muschel ist es, sorry. Dann diese Muscheln. Einmal Anker. Da sind wieder so Delfine, Mini, Mini. Da sind nochmal die Schildkröten, das sind die gleichen wie beim anderen. Ich glaube, die Delfine waren beim anderen auch. Einmal Seepferdchen, oh, die sind ja auch süß. Dann die Quallen, die haben wir beim anderen auch schon gehabt. Eine Palme. Mini-Mini-Palme. Wird schwierig zum Einsetzen, glaube ich. Da haben wir nochmal einen anderen Anker. Und nochmal die Seesterne. Die waren beim anderen auch drinnen. So, und dann habe ich noch ein Teil. Dann war es das auch. Und zwar sind da diese süßen Ballerinas. Da habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass sie so groß sein. Ich schaue oft nicht auf die Größe und bin echt positiv überrascht, dass die so große Mädels sein. Da werde ich bestimmt Kettenanhänger machen. Das Zeug da alles abmachen, nicht wundern. Und die sind echt richtig, richtig schöne Ballerinas in allen Farben. Was ist da gerade drinnen? Da ist zum Beispiel mit einem grünen Röckchen, mit dem roten, mit braun, mit pink, blau, dunkelgrün, lila, orange, hellrot, rosa, weiß. Richtig, richtig schöne Ballerinas. Also, die gefallen mir richtig, richtig gut. Und ja, das war's auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was man da so Schönes kaufen kann. Also, Banderhaus Selected ist echt ein riesen, riesen Shop. Und hat richtig coole Sachen. Und bis zum nächsten Video. Tschüssi!